Dinge zu entwerfen ist schwer. Man muss jahrelang unangenehme Dinge wie Mathematik und Physik studieren, um sich zu qualifizieren, Dinge professionell zu bauen. Und weil Menschen Menschen und keine Taschenrechner sind, sind Fehler vorprogrammiert. In diesem Video zeige ich dir 10 bizarre und bemerkenswerte Beispiele für diese menschlichen Fehler. Nummer 10. Start- und Landebahnen von Flugzeugträgern. Flugzeugträger waren während des Zweiten Weltkriegs ein bedeutender Faktor, da die Luftüberlegenheit so wichtig geworden war. Da die Flugzeuge jener Ära viel eingeschränktere Flugreichweiten hatten als heute, war es ein großer Vorteil, mitten auf dem Ozean landen zu können. Leider war die Landung in der Mitte des Ozeans sehr schwierig. Die Landebahn auf der Oberseite der Schiffe war so schmal, dass die Flugzeuge, um rechtzeitig anhalten zu können, einen Draht erwischen mussten, der ihre Geschwindigkeit verlangsamte. Dies war auch für die Piloten schwierig und so war die Landung gefährlich. Stell dir vor, du fährst mit deinem Auto auf den Rand des Grand Canyon zu und das Einzige, was zwischen dir und dem Abgrund steht, sind ein paar deiner betrunkenen Freunde, die etwas Zahnseide in der Hand halten. Unnötig zu erwähnen, dass es aufgrund dieser Konstruktion viele katastrophale Abstürze gab, zumal die Flugzeuge, die auf den Start warteten, am Ende der Bahn positioniert waren. Aber es gab eine scheinbar einfache Lösung. Sie bauten die Landebahn in einem 9-Grad-Winkel, anstatt sie gerade zu halten. Dadurch konnten die Flugzeuge einfach durchstarten, wenn sie den Draht verpasst hatten und für einen weiteren Versuch im Kreis herumfliegen. Nummer 9. Die Brücke von Tacoma Narrows. Eine ungekochte Spaghetti-Nudel kann man leicht zerbrechen, indem man sie einfach nur schnippt oder vielleicht zu fest greift, wenn man in der Eile, Spaghetti zu machen und zu essen, verrückt geworden ist. Allerdings kann man eine gekochte Spaghetti-Nudel nicht so leicht zerbrechen, denn natürlich kann sich die gekochte Nudel auf den Druck hin verbiegen. Wenn du dieses Konzept nachvollziehen kannst, bist du den Ingenieuren, die die Brücke von Tacoma Narrows entworfen haben, offiziell einen Schritt voraus. Im Gegensatz zu den meisten großen Brücken wurde die Tacoma Narrows Brücke wie eine ungekochte Nudel völlig massiv ohne Löcher gebaut. Der Burj Khalifa, das höchste Gebäude der Welt, kann sich sogar ganze 2 Meter im Wind hin und her bewegen. Die Brücke von Tacoma Narrows, die keine Löcher hat und daher nicht nachgibt, brach an einem windigen Tag einfach zusammen. Ohne Löcher, durch die der Wind hindurchgehen könnte, ist die Brücke aufgrund eines physikalischen Phänomens, das als aeroelastisches Flattern bekannt ist, zusammengebrochen. Nummer 8. Der Hyatt Regency Walkway. 1 plus 1 ist gleich 2. Ausgenommen sind Fälle, in denen Fluggastbrücken mit Metallstäben gestützt werden, die sehr viel Gewicht tragen müssen. Der Hyatt Regency Walkway in Kansas City brach zusammen, weil die Verantwortlichen entschieden, dass es einfacher wäre, 2 Metallstäbe zu verwenden, wo sie einen langen hätten verwenden sollen. Stell dir vor, wie schwer es wäre, einen Metallstab zu bewegen und zerbrechen. Wahrscheinlich super schwer. Bei diesem ursprünglichen Plan hätten beide Gänge mit einem einzigen Stab, der durch beide übereinander gestapelt hindurchging, von der Decke abgehängt werden können. Leider ließ der Zwei-Stangen-Plan, bei dem der obere Gang mit einer Stange mit der Decke und der zweite Gang mit einer zweiten Stange mit dem ersten verbunden war, das gesamte Gewicht der Struktur auf dieser ersten Stange zurück. Das Ganze fiel zu Boden und Hunderte von Menschen starben. Nummer 7. Quadratische Fenster. Der Havilland-Komet war der erste Versuch, ein Verkehrsflugzeug zu schaffen. Die ersten Versuche scheiterten jedoch auf spektakuläre Weise, zerschellten in der Luft und hinterließen 56 Tote. Die Ingenieure waren verblüfft, denn das Problem war so bizarr einfach, das Flugzeug war einfach explodiert, weil es mit quadratischen Fenstern gebaut worden war. Wenn du das nächste Mal an einem älteren Haus vorbeikommst, wirf einen Blick auf die Fenster. Es gibt höchstwahrscheinlich mehr Risse um die Ecken als irgendwo sonst. Das liegt daran, dass die scharfen Kanten der Quadrate Spannungskonzentrationspunkte schaffen und wenn du ein Flugzeug bist, das extrem schnell, extrem hoch über dem Boden fliegt, bildet sich wirklich eine Menge Spannung. Genug, um das ganze Ding in einem Augenblick zu zerstören. Aus diesem Grund haben Flugzeuge jetzt abgerundete Fenster, sodass die Spannung gleichmäßig über den gesamten Rahmen verteilt ist. Was für ein Glück! Nummer 6. Das Zentrum der Citigroup. Wäre das Citigroup Center wie ursprünglich geplant vorangeschritten und hätte der Ingenieur Joel Weinstein das Ganze niemals doppelt überprüft, hätte es sehr wahrscheinlich ganz Manhattan zerstören können. Das gesamte Projekt ist eine Lektion, warum man mit seinen Plänen manchmal flexibel sein sollte. Der gefährliche Entwurf entstand ursprünglich, weil der Architekt William Le Mesurier seinen Wolkenkratzer an einem bestimmten Ort bauen wollte, aber dieser bestimmte Ort wurde bereits von der lutherischen Kirche St. Peter genutzt. Anstatt nach einem anderen Standort zu suchen, entschied er, dass es am besten sei, einfach einen Wolkenkratzer direkt über der kleinen Kirche zu bauen.
Wenn dir durch den Kopf geht, dass das wirklich verrückt klingt, einen Wolkenkratzer auf Stelzen statt auf den Boden zu errichten, dann hast du recht. Es ist in der Tat so verrückt, dass das Rote Kreuz die Zahl der Todesopfer durch den Einsturz auf etwa 200.000 geschätzt hatte und dass 56 Blocks beschädigt worden wären, wenn der Ingenieur Weinstein sie nicht gewarnt hätte, Windverbindungen anzuschweißen, anstatt sie zu verschrauben. Wie sich herausstellt, ist das Schrauben kein Ersatz für das Schweißen. Um den Unterschied zu verstehen, stell dir vor, du würdest dir den Finger abschneiden und der Arzt würde ihn operativ wieder an deinem Körper befestigen. Das wäre Schweißen. Wenn er ihn einfach wieder mit Klebeband an deine Hand kleben würde, wäre das eher wie eine Verschraubung. Nummer 5. Santos, Brasilien. Die brasilianische Stadt Santos ist sowohl für die Fußballmannschaft von Pelé als auch für ihre außerordentlich schlechte Technik bekannt. Etwa 100 Gebäude in der Stadt stehen nicht gerade, was im Grunde genommen jedem das Recht nimmt, sich jemals wieder über den schiefen Turm von Pisa lustig zu machen. Die Gebäude wurden errichtet, bevor Brasilien sich entschied, spezielle Gesetze für die Tiefe der Fundamente erlassen zu lassen, sodass sie auf Fundamenten errichtet wurden, die nur 4,5 Meter tief sind. Etwa ein Drittel der erforderlichen Tiefe. Außerdem wurden sie alle auf weichem, instabilem Lehm gebaut. Seltsamerweise leben noch immer Menschen in diesen extrem windschiefen Gebäuden. Nur ein einziges wurde jemals begradigt und das Verfahren hat eine halbe Million Dollar gekostet. Wenn die Menschen bereit sind, in einem schiefen Gebäude zu leben, gibt es vermutlich keinen großen Anreiz, das Geld für die Begradigung zu bezahlen. Wenn du selbst daran interessiert bist, eines dieser schräg stehenden Gebäude zu besitzen, kannst du es für nur 30.000 Dollar erwerben. Und nur um zu zeigen, dass andere Länder nicht vor ähnlichen Fehlern gefeit sind, wurde der internationale Flughafen Kansai in Japan auf Sand gebaut und sank 1994 mit einer Geschwindigkeit von 50 cm pro Jahr ab. Nummer 4. Tropicana-Feld. Als Heimat der Tampa Bay Devil Rays ist dieses Feld für ein Baseballspiel so gefährlich, dass es den Anschein erweckt, es würde besser in Mario Superstar Baseball als in die MLB passen. Die Decke des Stadions, die den Regen hervorragend abhält, blockiert auch die Homeruns hervorragend. Es gibt 4 große Stege, die von der Decke hängen und unzählige Treffer am Verlassen des Spielfelds blockiert haben. Sie halten auch die Lichter, die gelegentlich überhitztes Glas auf das Spielfeld regnen lassen, wenn sie von Bällen getroffen werden. Alles in allem wurde das Spielfeld als eine wirklich lächerliche Art und Weise kritisiert, ein Baseballstadion zu entwerfen. Nummer 3. Walt Disney Konzertsaal. Die Walt Disney Concert Hall kann definitiv nicht dafür kritisiert werden, dass sie langweilig aussieht, da ihr welliges Durcheinander von Wänden für ein unorthodoxes Design sorgt. Dieses Design bringt aber auch sehr unorthodoxe Probleme mit sich. Es stellt sich heraus, dass die Krümmung der Wände in Verbindung mit ihrem stark reflektierenden Charakter einen super schurkischen Wärmestrahl erzeugte. Das Gebäude hat Fahrer geblendet und die Bürgersteige auf 140 Grad erhitzt, wie ein riesiges Kind mit einer Lupe. Glücklicherweise hat Disney den Fehler später korrigiert, indem sie die Wände sandgestrahlt haben, um die Blendung zu verringern, damit sie nicht versehentlich einige Fußgänger verbrennen. Das Vdara Hotel in Las Vegas litt unter dem gleichen Problem, indem es in der Nähe befindliches Plastik zum Schmelzen brachte und Gäste sogar mit dem Wärmestrahl verbrannte. Nummer 2. Das Lotus Riverside Gebäude. Der Lotus Riverside Gebäudekomplex in Shanghai sollte ein Komplex von 11 Gebäuden werden und die meisten Wohnungen waren schon verkauft, bevor der Bau überhaupt abgeschlossen war. Die Dinge liefen weiterhin gut für das Projekt, bis eines Tages eines der Gebäude einfach auf die Seite fiel, was nicht unbedingt das ist, was man sich bei einem Gebäude wünscht. Das Gebäude selbst war zwar in Ordnung, aber der Grund dafür war, dass die Arbeiter die ausgegrabene Erde anhäuften, um die Tiefgarage in eine Deponie neben einem nahegelegenen Fluss zu bauen. Sie ignorierten Warnungen darüber, wie schlecht die Idee war, einen Fluss direkt neben dem Bauprojekt zu stauen. Bald darauf regnete es, der Fluss überflutete seine Ufer und das Fundament des Gebäudes gab nach. Nummer 1. Das U-Boot Isaac Peril. Was U-Boote ausmacht, ist, dass sie im Gegensatz zu Booten nicht auf, sondern unter dem Wasser fahren und im Gegensatz zu Felsen nicht einfach auf den Grund des Ozeans sinken. Navantia, der Schiffsbauer für die spanische Marine, muss dieses Prinzip vorübergehend vergessen haben, als sie das U-Boot Isaac Peril konstruierten und dann feststellten, dass es 75 Tonnen Übergewicht hatte. Es wäre großartig beim Untertauchen, was in Ordnung ist, aber nicht so großartig beim Wiederauftauchen. Der Motor des U-Bootes wäre einfach nicht stark genug, um es wieder hochzuziehen. Es wäre ein bisschen so, als würde man einen Mopedmotor in einen Sattelschlepper einbauen. Das U-Boot musste völlig neu konstruiert werden, was das Projekt um Jahre verzögerte und die spanische Regierung Millionen von Dollar kostete.
Die Firma gab den komischen Fehler einfach dadurch zu, dass sie angab, es seien Abweichungen im Zusammenhang mit der Gewichtsbilanz gefunden worden. Ungefähr die gleiche Ausrede, die McDonald's-Fans benutzen, wenn sie auf der Waage stehen. Obwohl es oft so aussieht, als ob die Infrastruktur, auf die wir uns täglich verlassen, idiotensicher ist, ist sie es nicht immer. Welcher Fehler hätte deiner Meinung nach am einfachsten vermieden werden können? Lass es mich unten im Kommentarteil wissen. Und wie immer, lass ein Like da, wenn es dir gefallen hat, und abonniere meinen Kanal, indem du auf das Glockensymbol klickst, um kein weiteres Video zu verpassen. Danke fürs Zuschauen.